take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Wir wollen uns heute mal separat und zwar um die neuen Upgrade-SBCs einmal kümmern. Wir haben uns gestern schon und zwar fünfmal insgesamt um die Partyback-SBC, Future Stars Partyback-SBC gekümmert. Heute wollen wir nochmal die beiden anderen Upgrades, die gestern rausgekommen sind, 83 plus Upgrade-SBC und die 81 plus Doppel-Upgrade SBC angreifen. Unter anderem werden wir auch das ein oder andere Partyback-SBC auch noch mit reinnehmen in das Video. Ja, bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten, und zwar mit einem fetten Daumen nach oben. 300 Likes, gibt mir das Ziel raus, lasst uns die so schnell wie möglich wieder voll machen, Jungs. Und ihr hört es vielleicht auch am Mikrofon, das ist leider heute nicht das Beste. Mikrofon ist gestern kaputt gegangen, ich habe es gestern schon im Video erwähnt. Neues ist bestellt, wir müssen jetzt die nächsten 2-3 Tage hoffen, dass es einfach so schnell wie möglich kommt. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt leider mit dem Ton erstmal so hinkommen. Ich hoffe, es ist kein großes Problem. Ich hoffe, ihr feiert trotzdem den täglichen Content und heute Abend geht es natürlich dann weiter. Ja, mit dem frischen 19 Uhr Content an diesem Dienstag. Mal gucken, was da Schönes Neues rauskommt. Und dann würde ich sagen, legen wir los und gehen rein ins Video, denn wir starten rein und zwar mit einem von den neuen Upgrades. Die gucken wir uns mal etwas genauer an. Falls ihr mein Partyback-SBC-Pack sehen wollt, geht gerne oben rechts auf das i. Da findet ihr das Video von gestern mit den 5 insgesamt Partyback-SBC-Packs. Und eine Future Star Challenge war ja auch noch rausgekommen. Die wollen wir aber heute nicht angreifen, sondern uns hier rum kümmern. Das war ein 81 plus Doppel-Upgrade erstmal machen. 83 plus, meiner Meinung nach, ein bisschen überteuert im 82er Graden Squad. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, was ihr darin gezogen habt. Wir haben gestern auch im Video schon das ein oder andere Pack gemacht. Aber ihr seht es ja auch gleich im Video, was die Sets so gegönnt haben. Ja, wir werden jetzt auch eins von den 81 plus Doppeldingern hier machen. Und da müssen wir insgesamt abgeben, selten mindestens 7 Spielerqualität. Mindestens Gold, mindestens 30 Teamspieler und das heißt Spieler im Team sind 11. Also das können wir natürlich abgeben. Gold selten, niedrig, hoch. Und dann können wir abgeben. Zack, 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 zack. Dann sind wir schon bei 5. Ihn gerne auch. Und dann haben wir die 7 schon mal. Und der Rest, wie gesagt, muss auch Gold sein. In dem Fall aber Gold häufig. Und da können wir auch wieder niedrig hoch einstellen. Und dann jeweils dann die Spieler reinstellen. Mal gucken, entscheiden wir uns für die Innenverteidiger eher weniger hoffentlich. Zack. Und vielleicht noch einen Stürmer. Da nehmen wir hier den ZOM mit. Und dann haben wir schon 28 Teamchemie. 32 so. Guckt einfach, wie es am besten passt, Jungs. Ihr wisst, wie am meisten Teamchemie rauszuholen ist. Ihr seht das hier selber, wie ich es gerade mache. 41 haben wir jetzt so. Und wir schicken das Ganze einfach mal ab, Jungs. Wir schicken das Ganze ab. Zum Preis der SBC kann ich euch jetzt auch was sagen. Gestern war ja eine von den beiden SBCs noch nicht wirklich da. Also wir haben einmal die 81 Plus Doppel-Upgrade-SBC. Die kostet so 9 bis 10k. Dann haben wir die 83 Plus-Geschichte. Die kostet so 16, 17k. Und 120.000 Münzen kostet dann die Future Stars Partyback-SBC. Wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall auch gleich das ein oder andere Set noch machen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr nachher auch noch das Video mit den 5 Partyback-SBC-Bags natürlich euch gerne reinziehen. So, ich würde sagen, jetzt Daumen drücken, Hashtag Packlag rein, runter in die Kommentare. Natürlich auch gerne eure Packpulls reinschreiben in die Kommentare. Und damit geht es los. 3, 2, 1, Abfahrt. Komm, Future Stars Team Nummer 2 ist immer noch draußen. EA, gönn uns den Walkout. Nein, leider nicht. Leider nicht aus Set Nummer 1 der Walkout, sondern wir haben Deutschland immer in die Wand. ZOM. Wait, what? Ach, Havertz, Jungs, 85er. Schon ganz vergessen. So, hä, Werner ist es doch gar nicht. Aber Havertz natürlich. Logisch, Jungs. Nice. Und damit sind wir, auch wenn es kein Walkout war, sehr, sehr gut hier weggekommen. Und noch ein 82er Pilsic, denn, oh mein Gott, ist er noch teuer, Jungs. Ja, damit sind wir auf jeden Fall gut im Plus. Also, ihr seht es, Jungs. Versucht euer Glück. Macht gerne mal nur ein Set, so wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe. Also, wir bei mindestens 16k plus dann noch 82er Pilsic. Sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nice Set. Auf jeden Fall schon mal hier Daumen gedrückt. Danke dir dafür. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde, 81 plus SBC. Oh, wir legen direkt mit 2 Walkouts los. 88er Ederson ist am Start. Set Nummer 2 von den 8. Und, oh, Vela. Nehmen wir Vela mit. Abfahrt. Next one. Wie sieht es weiter aus? Pack Nummer 3. Come on, let's go. Monahin. 83er. Komm schon, EA, gönn. Gönn ordentlich, EA.
Ah, der neue Özil. Oder nimmst du Payet mit? Er nimmt Payet mit als linken Flügel. Und dann noch 4 zu gehen hier von den 8 Player Picks. 83er Tadic, 383er. Er geht mit Strakosha, den habt ihr auch gefühlt immer im Pack. Ah ne, er nimmt auch Tadic. Und dann sind wir jetzt bei 86er Sommer. Immerhin, der nächste Walkout ist am Start. Aber kommt noch die Future Stars Karte? Das ist die Frage. Kommt noch die Future Stars Karte, ja oder nein? Komm schon. Nein, hier auf jeden Fall nicht. Und dann last but not least, 81 plus SBC. Come on, let's go. Was haben wir am Start? Nein, Pepe, Sergio Asenjo und Zahavi. Und damit rein in die nächsten. Let's go. So, Freunde, jetzt haben wir noch 2 Stück hier zu gehen. Die 83 plus SBC, neue Upgrade SBC. Oh mein Gott, 283 oder was? Fängt ja direkt gut an. Wir haben erstmal Lukas. Und einmal die 81 plus Doppel-Upgrade SBC, die neu am Start ist. Lukas Moura 83er. Und dann sowas, Jungs. Eieieiei. Naja, mal gucken, was die 81 plus Doppel-Upgrade auf jeden Fall drin hat. Nichts Besonderes. UCL-Karte ist am Start. Was haben wir? Spanien, Stürmer und ja, moin, Morata. Und damit rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde, jetzt haben wir noch 2 von den neuen Upgrades hier am Start. Mal gucken, was die gönnen. Cormonier? Nein. Kein Walkout. Also die scheinen auf jeden Fall nicht zu gönnen, die neuen Upgrades. Mal schauen. Ja, das ist ein Guerrero von Dortmund. Und Romagnoli 83er. Ja, 83er 10k, hat er auf jeden Fall schon mal drin. Also 20k quasi aus dem Pack. Aber Walkouts oder beziehungsweise Future Stars Karten, das ist das, was wir sehen wollen. Nächstes Set 83 plus, leider jetzt ist mal nur einer drin. Und der Walkout. Jawohl, da ist der Walkout. UCL-Karte. Kommt um die Ecke mit Portugal. Und schon wieder. Zweimal hintereinander Guerrero, Jungs. Was ist denn da los? Was ist denn da los, Jungs? Was ist denn da los? Also, damit rein in die nächsten Sets. Mal gucken, was noch um die Ecke kommt. Let's go. So, Freunde, weiter geht es mit den nächsten Sets. Diesmal die Wundertüte und die beiden neuen Upgrades am Start. Und wir sind. Ja, wo sind wir denn? Was haben wir denn hier am Start, Jungs? Wir sind wieder out of. Oh, euer Sabal. Es ist der Headliner, Jungs. Denk schon, hey, was ist denn los? 88er, euer Sabal, auch schon einige Upgrades gekriegt. Und damit kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aus dieser SBC einen euer Sabal zu ziehen. Da bin ich auf jeden Fall gut dabei. Er guckt gerade nach. Kostet eigentlich nicht so viel. Also underrated die Karte, aber die bekommt auf jeden Fall noch das ein oder andere Upgrade dieses FIFA. Und dann haben wir jetzt nochmal die neuen Upgrades, um die auch mal zu testen. Ja, und so habt ihr auch meinen ersten Eindruck bekommen von den neuen SBCs. Let's go. Wo rein als erstes? 81 plus oder 83 plus? Macht die Sets gerne auf. Wir warten. Jawohl, da gehen die Sets auf. Und es war auf jeden Fall arg hell. Argentinien, Stürmer. Ah, es ist Higuain. Higuain, das auf so einem Pack. Da erwarten wir mehr, Jungs. 2,83er immerhin. 83er gut teuer geworden jetzt durch die Wundertüten-SBC, die wieder am Start ist. Und dann gehen wir jetzt noch ins nächste Pack und gleich geht es ja direkt weiter, Jungs. Gleich geht es direkt weiter. Und diesmal haben wir Frankreich. Come on. LM? Ah, Coman. 84er Coman. Nehmen wir mit. Geht besser. Habt ihr eine Future-Karte draus gezogen? Schreibt mir gerne rein. Was habt ihr gezogen aus den Sets? 84er Coman. Hatte schon einen Trade. Rein in der SBC. Und damit rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde. Das nächste Wundertüten-Pack steht an. Also einige, die hier noch um die Ecke kommen. Oh, wieder der Walkout. Rot ist es diesmal. Record Breaker. Spanien. ZOM. Oh, wir sind bei dem Silver. Ah, da wollen wir Mbappé sehen. 89er David Silver. Na gut, es gibt die einen oder anderen Wähler, wäre unter anderem auch noch ein Record Breaker gewesen. Also Silver. 93er passen, 92er Dribbling. Geht besser, geht aber auch schlechter, oder Jungs? Was ist eure Meinung?
Recordbreaker, ich hoffe, du bist zufrieden, Marques. Ordentlich Rating immerhin, wenn du ihn nicht brauchen willst. Aber auf jeden Fall mindestens so teuer wie die SBC selber und damit auf jeden Fall kein Los, würde ich sagen. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir rein ins nächste Set. Let's go. So, Freunde, next one, nächstes Pack. Und EA gönnt uns den Walkout. Jawohl, jawohl, jawohl. Was haben wir denn da? Wieder Spanien. Diesmal ist es Linksverteidiger. Und wir haben wieder eine Live-Karte mit Grimaldo. Den wir ja unter anderem zu Waldschmidt, der in Objectives unter anderem am Start ist, linken könnte, wenn man den Bock hat. Aber ich glaube eher ein Lose, oder? Als ein Win, oder was ist eure Meinung? Ja, kostet jetzt nicht so viel. Und damit mal gucken, was noch für Sets um die Ecke kommen. Wir gehen rein in die nächsten Packs. Let's go! Ja, Freunde, und damit soll es das gewesen sein für das heutige Video, für diesen Vormittag. Heute Abend geht es weiter an diesem 16.02. mit dem frischen 19 Uhr Content. Kommt sehr, sehr gerne rum gegen 18:30 Uhr im Livestream. Macht da gerne 5er Sets ready von den jeweiligen Upgrade-SPCs. Dann machen wir dann gerne auch weiter noch welche auf. Falls ihr ein separates Video nochmal sehen wollt zu der 81 Plus Doppel-Upgrade-SPC oder zu der anderen 83 Plus Upgrade-SPC, lasst mich auch das sehr, sehr gerne runter in den Kommentaren wissen mit einem Kommentar oder einfach einen Daumen nach oben geben. Zeigt Support, Jungs, ihr wisst Bescheid. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet auch gute Packpulls und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute!